Was ist das denn? Wie kommt das in meinen Koffer? Wer hat das geschrieben? Meine Ferienzeit, erster Tag. Ich bin gut in Rumänien angekommen. Das Wetter ist schlecht. Es nieselt und der Nebel schwebt über das Land. Die Kinder Lucia und Rahela. Rahela und Lucia sind nett. Sie können auch ganz gut Deutsch untereinander, sprechen sie aber Rumänisch. Heute bin ich müde und gehe früh ins Bett. Morgen werden wir etwas unternehmen. Lucia und Rahela. Es regnet den ganzen Tag. Wir können nicht aus dem Haus. Den ganzen Tag Fernsehschauen ist langweilig. Ich verstehe ja auch nicht Rumänisch. Lucia und Rahela tuscheln oft miteinander. Irgendwann sind sie mal ein paar Stunden verschwunden. Wohin sie gegangen sind, weiß ich nicht. Ich bin ganz allein im Haus. Die Eltern sind den ganzen Tag auf den Feldern. Dritter Tag. Das Wetter ist heute besser. Es regnet nicht, aber es scheint auch keine Sonne. Wir spielen draußen Fangen, Verstecken und Beispiele. Das Haus ist wohl das einzige hier in dieser Gegend. Zum nächsten Dorf sind es wohl 7 Kilometer, hat mir Rahela erklärt. Die Eltern sehe ich kaum. Sie gehen sehr früh außer Haus und kommen erst nachts wieder heim. Sie können auch kein Wort Deutsch. Vierter Tag. Heute gehen wir zu dritt zum Waldrand, um zu spielen. Das Wetter ist wie gestern. Seit 4 Tagen keine Sonne mehr gesehen. In der Nähe zum Waldrand ist ein Friedhof. Der sieht richtig unheimlich aus. Wir spielen Verstecken. Lucia und Rahela im Wald zu finden, ist gar nicht leicht. Sie kennen sich ja auch gut aus. Irgendwie ist es hier unheimlich. Ich fühle mich ständig von jemandem beobachtet. Fünfter Tag. Das Wetter wird einfach nicht besser. Auch heute spielen wir Verstecken. Es geht tief in den Wald hinein. Rahela will mir ein altes Haus zeigen. Willst du mal ein unheimliches Haus sehen? Na klar, dann komm mit. Du brauchst keine Angst haben. Ich treffe mich hier immer mit einer Freundin und spiele Verstecke. Rahela, wo bist du? Lass das! Ich finde das gar nicht lustig! Mm-hmm.
Sechster Tag. Ich wache in der Früh auf. Mir geht es gar nicht gut. Ich bleib heute im Bett liegen. Habe ich heute Nacht von einem Mädchen im Wald geträumt? Ich kann mich nur an Bruchstücke erinnern. Von Lucia und Rahella habe ich heute... Daria ist die Formel. Vrea, Vittoria e Victimo. Avem nevoie pentru a lua o la e maine. Curând n-o să mai port pala, este fata așa frumoasă. Avem pe a nu respect pe noi. Du-te, Daria, trebuie să te Ich zeig dir mein Lieblingsort, aber mehr verrate ich nicht. Thank you.
Ich bin stolz auf dich. Das ist dein Opfer. Morgen kommt ein neues Mädchen an. Auch sie wird den Vampirvirus in ihre Heimat tragen.